Es klingelt mal wieder in eurer Wohnung an der Tür, aber ihr habt es nicht gehört, weil ihr alle Türen verschlossen habt und selig am Schlafen seid. Damit hört's jetzt auf, denn wir automatisieren unsere nicht-smarte Türklingel. Let's go. Das einzige, was ihr technisch tun müsst, ist den Sensor auf eure Klingel zu setzen, weil der wird natürlich die Vibration erkennen, die so eine Klingel normal auslöst. Weil ohne Vibration entsteht dieses Geräusch nicht. Meistens ist das so wie so eine Schulklingel oder sowas. Das kennt ihr ja, dass irgendwo so ein Element dann quasi an dieser Klingel rattert und dadurch entsteht eine Vibration. Und dementsprechend könnt ihr dann sehr relativ simpel einfach dieses Signal catchen und dann machen, was ihr möchtet. Also Freunde der Sonne, heute gibt es dann also ein Tutorial, wie wir unsere Türklingel smart machen können anhand eines ganz einfachen Vibrationssensors. Der kostet euch vielleicht 5 bis 15 Euro. Man kann auch einen für 20 Euro nehmen. Man kann eigentlich jeden x-beliebigen Vibrationssensor nehmen, den man irgendwie zur Verfügung hat oder den es auf dem Markt gibt. Hauptsache, ihr könnt ihn natürlich mit Home Assistant anbinden in dem Fall. Und schon geht's los. Ich zeige euch direkt mal beispielsweise, welchen ich hier habe. Das ist nämlich der, ähm, den ich mir auch von AliExpress gekauft hatte. Ich kann noch mal einen Screenshot einblenden. Ähm, der hat mich 15 Euro damals gekostet, ich glaube, mit Versand. Jetzt gerade, also zu dem Zeitpunkt, wo ich hier schaue, sieht man, es gibt sogar einen für, es ist genau der, den ich habe, für 5,78 Euro mit 1,89 Euro Versand. Ja, günstiger geht es, glaube ich, wirklich nicht mehr. Und ja, das ist auf jeden Fall ganz nett. Wie ist das Ganze dann am Ende des Tages? Ja, wir haben dann unseren Vibrationssensor, den wir hier sehen können, das ist von Tuya wieder, also diese chinesische Marke. Das Gute ist aber, da es ja ein ZigBee-Gerät ist, müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass eure Daten verwendet werden etc. Das bleibt nur in eurem lokalen Netz, weil ZigBee funkt nur in eurem Netz und dementsprechend gehen auch keine Daten wie beispielsweise bei so einem WLAN-Sensor oder so raus. Deshalb würde ich auch euch raten, einen Vibrationssensor zu kaufen, der ZigBee unterstützt und nicht beispielsweise auf das Protokoll WLAN setzt. Unter anderem eben auch wegen der Reichweite etc. Aber ich glaube, die marktgängigsten sind sowieso eigentlich ähm, alle auf ZigBee-Basis. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, dann sehen wir hier schon, wofür ich das mal verwendet hatte. Einmal den gleichen, das war mal ein Test für einen Briefkasten, einmal für die Türklingel. Das mit dem Briefkasten hat so semi gut funktioniert bei mir im Haus, weil das Problem einfach ist, dass du, ja, wenn jemand die Tür knallt, dann knallt der Briefkasten mit, weil ich wohne ja nur in einer Wohnung. Und gerade wenn ihr euch natürlich auch in einer Wohnung oder so befindet, dann habt ihr keine Möglichkeit, eine Ringkamera anzubringen. Oder vielleicht habt ihr wie ich nicht mal eine Gegensprechanlage, was ja heutzutage eigentlich ziemlicher Standard ist. Aber ich kann es nicht ändern, es ist nun mal einfach nicht da und ich werde wohl kaum an eine Klingel, an ein Haus, was nicht mir gehört, wo ich einfach nur Mieter bin äh, mit ganz vielen Parteien, dann irgendwie so eine Hausklingel dran machen. Also so eine, so eine Ringklingel, das macht halt keinen Sinn. Und deshalb dachte ich mir halt damals, wie kann ich denn irgendwie so umsetzen, dass meine Türklingel dennoch smart ist, dass ich mitkriege, wenn es klingelt, wenn ich nicht da bin, dass ich beispielsweise automatisch eine Benachrichtigung kriege, weil... Oder ich hab dir das auch schon mal gehabt, wie ich es im Intro gesagt habe. Ihr liegt im Bett, ihr habt alle Türen zu, ihr kriegt es einfach gar nicht mit. Kriegt nicht mit, dass irgendwas ist. Ja, und dafür kann man dann halt Ab Abhilfe schaffen. Dann kann ihr halt die Alexa in deinem Schlafzimmer sagen, ey Kollege, es hat geklingelt. Also beweg mal deinen Hintern. Und genau das ist halt ganz nice daran. Grundsätzlich sehen wir hier, was kann der Vibrationssensor? Nicht besonders viel. Man kann die Sensitivität einstellen, das heißt natürlich, wie schnell der ausgelöst wird, wie stark muss die Vibration sein, damit wirklich ein Signal weitergeleitet wird. Hier steht jetzt natürlich Vibration normal. Man sieht hier bei mir Vibration erkannt, einmal um 16.56 Uhr hat, glaube ich, einer geschellt und äh, ich glaube, hier gestern wurde es unbekannt, weil ja, ein Restart vom Server war, einfach wieder ein Update von Home Assistant vermutlich. Genau, aber am Ende des Tages warten wir genau auf dieses Signal, Vibration erkannt. Ähm, ansonsten normalerweise Batterie lässt sich uns eigentlich auch meistens anzeigen. Manchmal, ich glaube, das ist nach dem Neustart, das schreiben die auch selber. Es kann bis zu einem Tag dauern, bis das angezeigt wird wieder. Ist ein bisschen blöd, aber ihr werdet schon mitkriegen, wenn die leer ist. Also normalerweise kriegt ihr dann, wenn ihr zum Beispiel auch, das können wir in einem anderen Video gerne klären, ein Monitoring habt für eure Sachen, dass ihr für eure Batterien etc. sowas benötigt. Dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung darüber. Eingebunden ist das Ganze natürlich bei mir in das andere Tool, was ich mit Home Assistant verbunden habe. Das könnt ihr auch in der Supervised, ich glaube in der Supervised Variante direkt verbinden. ZigBee 2 mqtt Ich habe das jetzt hier als eigenen Docker Container. Dann sehen wir noch mal dasselbe. Am Ende des Tages sehen wir, wie stark, wie stark die Qualität ist, die Signalstärke, die bis maximal 255 Lqi. Ich weiß gar nicht, was das ist. Geht und genau. Die Sensitivität kann man einstellen und sonst können wir noch sehen. So sieht der Kollege aus. Ähm, dann seht ihr die Batterie, steht hier ja beispielsweise auch schon, ist okay. Ja, ansonsten haben wir noch, dass das Gerät online ist etc. Können hier uns noch alle möglichen Sachen angucken und vielleicht sogar irgendwelche spezifischen Sachen machen. Zum Beispiel den Timeout kann man auch einstellen. Das sind solche Sachen. Ich weiß gerade nicht, vielleicht sind die irgendwo noch in den versteckten Einstellungen. Das ist das Falsche, das ist schon ein Spoiler gewesen. Ja, aber ich glaube, das könnt ihr... Ne, ich glaube, das könnt ihr nicht mit einstellen. Dafür ist dann in äh, ZigBee MQTT nochmal äh, extra etwas zu sehen, was eigentlich ganz nett ist. Ja, also eigentlich, das, darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Ihr müsst einen Vibrationssensor kaufen, den ganz normal in ZigBee to MQTT, beispielsweise im Idealfall über einen ganz normalen ähm, Stick, über einen ZigBee Stick, USB Stick einrichten. Das darf keine Hue Bridge sein in dem Fall, außer ihr habt einen Vibrationssender von Hue, dann geht das natürlich auch. Gibt es einen, ich weiß gar nicht. Ähm, aber es bietet sich natürlich an, diese günstige Variante zu nehmen und dafür braucht ihr dann halt nur einmal die passende Infrastruktur. Und wenn ihr so einen zigbee usb stick habt, dann seid ihr halt auch frei. Ihr könnt jedes Ökosystem miteinander verbinden. Hauptsache, das Gerät kann Sigbi, dann kann ich es auch koppeln. Perfekt. Kann ich nur weiterempfehlen. Ne? Das kennt ihr aber bestimmt schon. Egal ob der Sky Connect, der Conbi-Stick, mit beiden habe ich gute Erfahrungen gemacht. Der Sky Connect-Stick kann mittlerweile auch schon Matter, den neuen Funkstandard, also. Kann man nur empfehlen. Und wenn wir uns dann jetzt hier mal die Automatisierung anschauen, ist das wirklich so simpel, es könnte simpler nicht sein. Wir gucken darauf, dass unser Vibrationssensor, ich weiß gar nicht warum Vibrationssensor, Vibration, warum heißt der so komisch bei mir? Okay, wir können uns das auch gerne mal als Jamel angucken. Ich glaube, der heißt bei mir einfach so komisch, das ist ein Binary-Sensor, Vibrationssensor, ja, eben wenn der von On to Off switcht oder wenn wir auf Deutsch gesehen haben hier gerade, wenn der von Normal zu Erkannt switcht, dann soll bitte etwas ausgelöst werden. Und bei mir sind das eine ganze Reihe an Sachen, die könnt ihr machen, die müsst ihr nicht. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt durch eine Kamera starten. Ihr könnt sagen, ey, jetzt zeichne mal bitte auf äh, in meiner Wohnung. Vielleicht habt ihr auch eine Kamera irgendwie draußen. Ich weiß nicht, welchen Use Case ihr habt. Vielleicht habt ihr auch einen anderen Use Case für eine smarte Klingel an eurem, weiß ich nicht, oder einen Vibrationssensor. Ist am Ende dasselbe an eurem Geräteschuppen. Es vibriert, irgendjemand ist da dran gegangen, deshalb soll eine Kamera ausge angehen von außen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Euch sind keine Grenzen gesetzt. Das kennt ihr ja. Und was ich aber empfehlen kann, ist zum Beispiel einmal eine Benachrichtigung. Bei mir ist das direkt eine Gruppe, die sich Smartphones nennt. Weil ich habe einmal mein Arbeitshandy, mein iPhone und einmal ein Samsung-Handy. Und ich möchte gerne informiert werden. Der Channel Notfall ist jetzt vielleicht ein bisschen fragwürdig, ob man das wirklich so haben möchte. Aber für mich macht das halt Sinn. Ich möchte, dass ich wirklich höre, also dass immer Importance auch auf Max etc gestellt ist. Das hat so individuelle Einstellungen einmal für iOS, einmal für Android und ich habe damit versucht, so ein bisschen beides zu catchen. Dass man wirklich, auch wenn am schlafen ist oder so, dass trotzdem und dass das Handy leise auf leise gestellt ist, dass er mir sagt per Text-to-Speech bei meinem Samsung, ey, Kollege, es hat gerade geklingelt. Also der spricht das bei mir aus, und es hat an der Tür geklingelt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das hier irgendwo de definiert habe, aber ich glaube, es ist einfach auch, es hat an der Wohnungstür geklingelt. Es ist normal der Satz. Das ist sehr schön. M Manche wird es vielleicht stören, muss man nicht. Man kann es auch so einstellen, dass es wirklich nur dann ist, wenn das Handy auch auf laut ist. Und so bekommt man aber so oder so auf jeden Fall die Benachrichtigung. Und bei mir wäre das jetzt nach 64.800 Sekunden, wo ich jetzt nicht genau weiß, wie viele das in Minuten oder Stunden sind, ist auch egal, würde die Benachrichtigung auf dem Handy auch wieder verschwinden durch den Timeout. Zumindest bei Android der Fall, bei iOS bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Die nächste Möglichkeit, die wir haben, ist dann auch noch zum Beispiel eine Szene zu erstellen und genau Entitäten zu snapshotten. Weil wir haben zum Beispiel die Möglichkeit bei mir, die Kegellampe, die ihr hinter mir seht, die sogenannte Kegellampe. Wenn ich hier sitze und es klingelt, dann egal ob Tag oder Nacht, dann lasse ich die einfach blinken. Dann fängt die an bei mir so zu blinken. Ich könnte das auch mit der Schreibtischlampe machen, aber das mache ich, wenn die Tür sich öffnet. Dann blinkt diese Lampe und ich weiß, ey, es hat geklingelt. Selbst wenn ich mal Kopfhörer an habe und in einem Call bin. Weil das könnte ja auch passieren, ihr hört nichts. Und genau, dann würde ich einfach sagen: Jo, schalte mal bitte die Kegellampe ein und hier lass sie blinken auf Long-Term-Weise. Die Lampe sollte das natürlich auch unterstützen, aber die meisten werden es tun. Dann sage ich noch: Gib dem Ganzen eine Verzögerung von zwei Sekunden, bevor du das Ganze wieder deaktivierst und einfach in den Modus gehst, in dem du vorher warst. Das heißt, wenn die Lampe vorher an war, dann wird sie auch anbleiben und in den Modus von vorher gehen, war sie aus, geht sie auch wieder aus. Und ich habe mich vertan, jetzt sehe ich gerade nochmal, ich habe sogar eine Variable dafür, das ist der Android TTS Alarm. Wenn eben dieser an ist, dann gibt es genau diese Warnung. Es hat an der Tür geklingelt, per Alarm Stream Max, das ist eine Möglichkeit, mit der ihr egal was auf eurem Handy, auf eurem Android Smartphone, egal auf welcher Toneinstellung ihr euch gerade befindet, Ihr könnt einfach immer eine Text-to-Speech-Nachricht aufbringen lassen. Das heißt, wenn zum Beispiel bei euch gerade einer einbricht und ihr gemerkt habt, keiner ist da und ihr möchtet halt einfach ähm, die Automatisierung haben, dass ihr dann benachrichtigt werdet, egal ob ihr gerade in einem wichtigen Termin seid, dann ist das das Richtige für euch. Ja, und so können wir uns eigentlich auch noch mal hier die Jamel angucken. Die ganzen Codeschnipsel sind natürlich wie immer in einem Blogbeitrag auf meiner Webseite. Könnt ihr alles unten in der Beschreibung aufrufen? Ähm, genau. Oh, das war das Falsche. Ich wollte mir natürlich die ganze Jamel anschauen. Genau. Es gibt nämlich bei mir auf dem Handy einen input boolean der Android-TTS-Alarm heißt. Das, der, der heißt einfach Android-TTS-Alarm. Das heißt, ich habe den eingeschaltet irgendwo auf meinem Smart-Home-Dashboard, dass ich zum Beispiel sagen kann: Okay, das ist einfach so ein Schalter. Möchte ich jetzt benachrichtigt werden, also, oder ist es gerade so unpassend, dass ich das ausschalten möchte? Man kann das zum Beispiel aber auch irgendwie automatisieren lassen. Man kann auch sagen, okay, wenn ich außerhalb bin, wenn ich mich gerade auf der Arbeit befinde, möchte ich das vielleicht nicht haben. Aber das hat halt damit zu tun, wie ihr das gerne hättet. Ansonsten bekommt ihr auf jeden Fall direkt die Benachrichtigung. Aber ich kann euch das, glaube ich, hier ziemlich sicher auch einmal kurz demonstrieren, indem ich mein Handy hier hinhalte ans Mikrofon und dann einmal aufs Ausführen drücke. Es hat an der Tür geklingelt. Und es ist immer noch dunkel geblieben. Und wenn wir uns das jetzt angucken würden, okay, jetzt, na, genau, das, jetzt hätten wir keine Benachrichtigung, weil wir haben ganz nur, wir haben uns gerade nur den Ton ausgeben lassen. Aber das Ganze hat wunderbar funktioniert. Und so wäre das dann auch bei euch. Ihr müsst auch nicht die höchste Lautstärke Stufe nehmen. Es gibt auch nur einen normalen Alarm ohne Stream Max. Aber ähm, es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also wenn es euch wichtig ist, dann kriegt ihr auf jeden Fall mit. Selbst wenn ihr eben nicht zu Hause seid oder wart, dann habt ihr halt wenigstens die Gewissheit, es hat jemand an der Tür geklingelt. Weil es ist vielleicht bei euch auch so, der Paketbote hatte mal wieder keinen Bock, hat gesagt, nee, sie waren nicht anzutreffen oder so, hat aber gar nicht geklingelt. So wie bei mir vor ein paar Tagen. Ich, war, ich saß hier und dann habe ich den noch aus dem Fenster wegfahren sehen. Danke. Danke für gar nichts. Und dementsprechend könnt ihr halt hier machen, was ihr möchtet. Deshalb kann ich auch gerne nochmal den ganzen Code anzeigen. Das ist jetzt ein bisschen komplexer, möchte ich nicht sagen. Es ist relativ simpel. Aber durch diesen Vibrationssensor könnt ihr das dann einfach lösen. Also ihr könnt wirklich den einfach es vibriert automatisch also die Klingel vibriert es wird ausgelöst und fertig. Es könnte nicht es könnte wirklich nicht simpler sein. Gut, ihr müsst vielleicht ein gutes doppelseitiges Klebeband verwenden oder irgendwo an der Klingel das irgendwie so anbringen, dass es passt. Bei mir hat sich das halt, wie ihr vielleicht im Intro gesehen habt, super geeignet, weil es halt genau dieser, wie soll ich sagen, genau dieser Kasten ist und der der Sensor passte fast identisch da drauf, auf dieselbe Länge, dass es kaum auffällt. Vielleicht stört euch das ja auch nicht, je nachdem. Es gibt auch, glaube ich, schwarze Sensoren, falls ihr eine schwarze Klingel habt oder so. Und ja, falls ihr sonst irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, lasst es mich gerne wissen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit einer schönen, smarten, günstigen Lösung und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.